Abend, liebe Zuschauer. Israels Regierung ist heute Abend gestürzt worden. Das Parlament in Jerusalem sprach Ministerpräsident Shamir vom konservativen Likud-Block das Misstrauen aus. 60 der 115 Abgeordneten stimmten dem Antrag der Arbeiterpartei zu. Der bisherige Koalitionspartner hatte Shamir vorgeworfen, er behindere den Friedensprozess im Nahen Osten wegen seiner harten Haltung gegenüber den Palästinensern. Genau am 51. Jahrestag des Einmarsches deutscher Truppen in die Tschechoslowakei besuchte Bundespräsident Richard von Weizsäcker Prag. Der tschechoslowakische Präsident Václav Havel hatte ihn eingeladen, genau zu diesem Datum, als Geste der Aussöhnung zwischen beiden Völkern. Der Bundespräsident würdigte die Persönlichkeit Havels, der vom politisch verfolgten Regimekritiker zum ersten nicht-kommunistischen Präsidenten des Landes wurde. In Ost-Berlin tagte heute zum letzten Mal der Ministerrat unter Regierungschef Modrow. Seine kurze Bilanz: Sind wir auch heute auseinandergegangen mit dem Bewusstsein, dass es eine harte, aber für uns alle auch eine verantwortungsvolle Zeit war. Tja, liebe Zuschauer, unser Nachrichtenüberblick beginnt mit einer Meldung aus der Sowjetunion. In Moskau hat der Kongress der Volksdeputierten heute Abend die einseitige Unabhängigkeitserklärung Litauens für ungültig erklärt. In der Baltischen Republik gilt weiterhin sowjetisches Recht, heißt es in der Resolution des Parlaments. Am Vormittag war auf dem Kongress Michail Gorbatschow als neuer Präsident der Sowjetunion vereidigt worden. 59% der Abgeordneten waren dafür, dass er dieses Amt mit weitreichenden Vollmachten übernimmt. Die umstrittene libysche Chemiefabrik Rabta soll durch ein Feuer zerstört worden sein. Revolutionsführer Gaddafi glaubt an Sabotage. Wenn westdeutsche Geheimdienste darin verwickelt sind, will er alle Deutschen in Libyen töten, sagte er. In Tripolis blockierten zeitweise 2000 Libyer die deutsche Botschaft. Sie demonstrierten gegen den Aufenthalt von Deutschen in ihrem Land. Das Wetter morgen bei uns: In den frühen Morgenstunden ist es besonders in den Niederungen Süddeutschlands neblig. Und wenn dann der Nebel vorbei ist, dann wird es in ganz Deutschland Sonne geben. Die Sonne wird vom Himmel lachen bei Temperaturen zwischen 18 Grad und vielleicht auch noch ein bisschen höher. Das war's erstmal für jetzt. Es geht weiter später um 23:12 Uhr mit den nächsten Nachrichten. Bis dahin denn, auf Wiedersehen.